Und hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Das war gerade Codename Q auf Zombianisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Codename Q, ein Nest-Test. Es ist dieses Jahr bei Steam erschienen, im Juli, und es ist kostenlos. Und ja, irgendwie, ich habe das schon mal angefangen zu spielen, sogar aufzunehmen, ein Let's Test. Nur das Ding war, Technik hat nicht mitgespielt. Ja, die liebe gute Technik, wo wäre man ohne die? Ja, und wenn ich jetzt Server suchen machen würde oder direkt verbinden, irgendwas klappt dann nicht. Deswegen muss ich einen eigenen Server erstellen. Wir haben einmal den Bunker, der City Block, Office und Fateline. Ich nehme die Fateline, weil das, muss ich ehrlich sagen, war sehr gut. Das war wirklich sehr gut. Wo ich das letzte Mal die schöne Aufnahme, ich heule. Ja. Und da haben wir einmal einen Techniker, einmal einen Soldat, Unterstützer, Stürmer, Sniper. Ich nehme den Techniker. Mal gucken, wer sich bei mir alles hier anschließen wird. Hallo zusammen. Okay. Und man hört schon ein paar Zombies hier. Verlieren. Hier lang. Hoffentlich. Jawohl, jetzt gibt es hier auch unten auch die Zombies kommen. Unser Ziel ist eigentlich, dieses komplett wegzusprengen. Hier rein, hier müssen wir rein, weil hier wir brauchen jetzt mehr Strom. Strom. Okay. Und wie sagte schon Gott? Gott sprach, es werde Licht. Doch er kann den Schalter nicht. Jawohl, paar Zombies mal ins Team geschossen, das ist auch weh. Immer gucken, was der Rücken macht. So, jetzt kann es weitergehen. Der Sniper, sehr schön, bleibt hier in der Nähe. Ich habe auch so ein Spezialtool, wo ich eben. Oh Mann, ich. Mach hier mal schon mal die Tür auf.
Und da stehen auch schon Zombies. Push and talk auf V. Ja, die Zombies waren erstmal schön. Ah, Mission gescheitert. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber komm. Neues Versuch, neues Glück. Wir wissen jetzt, wo es dran lag. Wir müssen jetzt mal hier lang. Wir brauchen erstmal wieder Licht. Und zum zweiten Mal sprach Gott, es werde Licht. Doch er fand den Scheiter nicht. Die Haltung ist sehr gut, aber das wird gerade wie ein Zombiehaufen. Ja. Da stand mir leicht im Weg. Sorry. Immer auf euren Rücken. Komm, ich so blöd angelaufen. Wir kaufen nicht. Ich lade schon mal nach. Und mir reicht jetzt hier. Wir müssen ganz stark aufpassen. Ab. Sieht das ein bisschen besser aus? Ja.
Zombie. Noch mehrere Maps raus, weil es ist schon nicht schlecht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, und sorry, wenn ich jetzt gerüpft habe, aber und öffnen. In einer Zombie-Horde gefangen. Alter, Scheiße! Ah! Fuck! Oh, das ärgert mich jetzt total. Wir waren gerade sehr gut dabei. Ich sag ja, mir fehlt die eine Aufnahme. Die Aufnahme da, wo ich fast es geschafft habe. Alle guten Dinge sind drei, sage ich jetzt mal. Gott sprach es, werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Mich in die Ecke drängt. Oh. Ja, Leute, ich geb's jetzt mal auf. Ich werde mal die Verbindung trennen. Also, ich schaff es irgendwie nicht. Ich sag ja, gestern hatte ich mehr Erfolg als heute. Ich könnte abreiern. Wie gesagt, es sind leider nur 4 Maps. Aber das Spiel macht schon Spaß. Wenn man jetzt noch über TS oder Skype jetzt noch miteinander verbunden wäre und sprechen kann mit Freunden, ist es super. Man kann zwar hier auch im Spiel sprechen, aber irgendwie, ich habe versucht mit den Leuten über Push and Talk zu reden, aber keine Antwort. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, aber ich denke mal, ich werde die Aufnahme noch nicht beenden. Ich werde noch mal einen Server erstellen, und zwar, ich habe eins noch nicht probiert, und zwar Office. Ich werde jetzt mal kurz was gucken. Einen Moment bitte. Okay, wir liegen noch gut in der Zeit. Wir probieren mal jetzt Office. Schwierigkeit normal. Start. Okay, mal gucken, was der Office bringt. Der Office. Ich bin wieder der Techniker. Der liegt mir irgendwie. Mal gucken, wer jetzt bei mir mitmischt. Hello. Okay. Wir sind, wie es aussieht, auf dem... Ach, das sieht auch wunderschön aus hier. Dann wollen wir mal die Tür aufmachen. Und guck mal, das Begrüßungskomitee. Wir
müssen da runter. Sieht man schon mal sehr interessant aus. Leute, kommt hoch. Ja, es liegt hier draußen. Und jawohl. Hier unten, da ist eine Luke. Oh. Meine, ist das jetzt ein fieser Bug oder muss ich jetzt hier mich alleine durchmetzeln? Ich hoffe mal nicht. Aber es scheint so, als sie da oben festhängen. Hier unten. Down. Ja. Hier unten. Kameraden, hier runterkommen, bitte. Hier unten geht's weiter. Jawohl, endlich mal ist einer nach unten gekommen, danke. Meine Heilung ist am Arsch, bitte macht auch was keine mehr. Ich liebe es, wenn die mal auf mich hören würden. Das war jetzt mal ein schöner Gesichtsschuss. Jetzt sind wir wenigstens zu zweit. Aber wir da wissen was. Ne, ich muss nicht auf Klo. Oh. Computer. Okay. Und ich habe hier immer noch zwei schöne Jungs, die mir nicht gehorchen wollen. Da lang, Mister. Okay, hier scheint nicht zu sein. Ich frag mich, was die anderen zwei da oben geil finden. Ich glaube, die sind echt hier und kommen die Sachen geschlafen. Hier ist auch nichts Besonderes. Wenigstens. Leider hat den Drache, der mich verfolgt hat, aber das ist wieder der andere da.
Jetzt sind wir wieder zu dritt. Nicht mich. Ja, zu dritt sind wir. Treppe, keine Angst, falls ein Zombie an die Lüfte kommt. Treppe, nicht gut. Da können wir von oben und unten einkesseln. Also ich glaube, ich hoffe, wir haben jetzt das Schlimmste erstmal größtenteils überstanden. Okay, hier ist nichts, Leute. Alter. Heftig. Also ich muss sagen, das ist schon... Oh, Ausrüstung. Bedient euch. Boah. Das Blöde am Techniker ist, dass er nur ein Sentinel dabei hat. Das war ein Sniper. Wo kommen die? Achso, sorry, falscher. Alter, das war jetzt ein bisschen... Ich weiß, wo lang jetzt? Jetzt nicht runter. Und jetzt, gestern ist mir beim Zocken die Hand eingeschlafen und heute schlaft mir das Knie ein. Auch nicht schlecht. Total zerstört. Und
Also wir müssen ja, die unsere Mission ist es eigentlich, wenn ich das schlecht verstehe, aus dem Gebäude zu ziehen. Alter. Mission gescheitert. Und damit werde ich jetzt aufhören. Also The Cube ist ein schönes Ego-Shooter Zombie-Spiel. Man ist einfach nur wow, Zombies über Zombies über Zombies. Ja, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin der Meinung, das ist Codename Q, ist von den Machern von No More Room in the Hell. Wenn ihr da was wisst, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wäre nicht schlecht, weil es designmäßig sieht das nämlich so aus. Und ich danke fürs Zuschauen, wie immer. Spielt schön, zockt ganz schön und ich hoffe, wir hören und sehen uns die Tage. Ciao!